Hallo und herzlich willkommen zurück bei das Testament des Tobis. Wir sind immer noch hier. Ein kleiner süßer Wowie mit Hängeschlappohren und einem süßen Wackelpopo. Da kann man aber alles sehen. Oh, ich dreh schon wieder durch. Wir beruhigen uns und kehren zurück zur Normalität. Wir sind jetzt hier in diese Halle reingekommen und müssen gucken, dass wir Holmes hier reinkriegen. Ah. Jetzt kann ich nach unten. Ja. Schön, dass man sich die Animation geschenkt hat. Bist du? Er hüpft hoch und die Tür geht in seine Richtung auf. Okay. Oh, rotes Licht. Ich hab grad echt ein bisschen Angst. Ich meine, ich bin ein Hund, aber ich kenne sowas wie Angst nicht. Aber nichtsdestotrotz, das sieht doch so aus, wenn wir hier hoch können. Warum kann ich hier hoch? Hä? Aber was soll das? Huch. Oh, ich kann doch runterfallen. Hallo, Holmes. Ah, eine Tür. Na, jetzt stimmt's. Ein Eimerchen, ein Fässchen. Hier kann ich schon wieder hoch. Irgendwie. Wie verlaufe ich mich hier gerade? Da komme ich nicht durch. Aber jetzt bin ich doch hier wieder hier. Also muss ich wahrscheinlich hier irgendwie über die Rohre. Die Rohre? Über die Rohre. Zu einem Ort gelangen, zu dem ich so nicht komme. Hier bin ich ja wieder im Ausgangszimmer. Na. Was? Hier ist auch? Mach die Tür auf! Ich bin ein Hund, ich bleib da jetzt vor sitzen, so lange bis mir einer die Tür aufmacht. Warum kann er nicht bellen? Diese theatralische Musik auch dabei. Was soll das denn? Ja, da geht's nicht weiter. Es muss doch irgendwas damit auf sich haben. Die gehen da raus und dann sind sie weg. Was übersehe ich hier? Mano. Holmes, helf doch mal. Da komme ich nicht hoch und da komme ich nicht raus. Ja, wir sind jetzt hier einmal im Kreis gelaufen, aber...
Och Mano, jetzt ist irgendwie der Spielfluss raus. Moment, war ich hier? Nein, hier war ich noch nicht. Aha. Wie er nach unten geht. Oh, faszinierend. Aha. Natürlich, kann ich nicht aufmachen. Ich habe echt Angst, dass hier gleich irgendwo einer um die Ecke steht. Bist du dafür nicht zu alt, Toby? Wie ist er denn bitte? Na toll, ja, super. Wie ist er denn bitte hier hinterhergekommen? Na, okay, jetzt können wir wieder in die andere Perspektive gehen. Aha. Oh. Ob hier mal was mit Stahl gemacht wird? Komm, Holmes, spring! Eieiei. Ob das mal warm hier ist? Falsche Maustaste. Oh, da steht einer. Hier bin ich. Sicher. Nur keine Angst. Ganz ruhig. Sie sind es. Gehen Sie weg. Oh nein. Ich will doch nur reden. Werden Sie nicht hysterisch. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Weg mit der Waffe. Ich traue Ihnen nicht. Sie wollen mich holen. Kommen Sie keinen Schritt näher. Oh Gott. Oh nein. Scheiße. Wie kommt er denn jetzt hier hin? Der arme Mann. Was für ein schreckliches Ende. Da ist nichts mehr zu machen. Allerdings. Aber warum hatte er vor Ihnen Angst? Er ist erschrocken, als er Sie gesehen hat. Er muss mich mit jemandem verwechselt haben. Gehen wir. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Wir sind schon die ganze Nacht unterwegs, Holmes. Ich habe wirklich genug. Und dann dieser arme junge Mann. Machen wir uns auf die Suche nach einer Polizeistation und... Es steht nicht zur Debatte, die Polizei einzuschalten. Haben wir uns verstanden? Lassen Sie uns lieber sehen, wie wir am besten unsere Ermittlungen fortsetzen. In Ordnung, Holmes. Krass. Ich habe jetzt echt total Angst um den Hund gehabt und um die Katze erst. Dass der kleine Bub da stirbt, das war jetzt echt nicht vorhersehbar. Gut. Kingston Garden oder Westgate Gefängnis? Oder Whitechapel Street oder Baker Street? Hm. Nein, das ist nicht nötig. Nein. Oh, Whitechapel Street. Mhm. Bin ich mal gespannt. Zehn Jahre später. Wir sind im Herzen von Whitechapel. Behalten Sie Ihre Brieftasche im Auge, Holmes. In dieser Gegend tummeln sich die meisten Taschendiebe Englands. Machen Sie sich um meine Brieftasche keine Sorgen, Watson. Es wäre leichter, Big Ben zu verrücken, als mich zu bestehlen. Oder sich einen Schilling von Ihnen zu leihen. Amüsant, Watson, wirklich amüsant. Können wir uns nun ernsthafteren Themen zuwenden? Ich bin ganz Ohr, Holmes. Okay. Ich auch. Das kennen wir, glaube ich, schon alles hier aus einem anderen Holmes-Teil.
Hier ist nichts Interessantes. Nein. Wofür stehen hier da hinten alle an? Sie sind nicht von hier. Gehen Sie besser wieder. Ist keine gute Gegend. Okay. Meinen Kindern und mir ist nichts geblieben. Nicht mal unser Zuhause. Sie sind doch noch Babys. Brot, ich flehe Sie an, Sir. Nö, hab ich nicht. Der pennt. Whitechapel Street. Wir befinden uns in einem der Hauptbezirke des Viertels. Warum ruckelt das hier so? Sie sind nicht von hier. Gehen. Na, du hast einen Zwillingsbruder. Mein Herr, vielleicht eine kleine Münze. Habe ich gerade schon gekriegt. Halt, was war das? Bucks Row, wo Polly Nichols Jack the Ripper in die Arme gelaufen ist und den Tod gefunden hat. Okay, du stehst da hinten und sprichst, als wenn du direkt neben mir stehst. Nein, das ist nicht nötig. Wir haben keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf. Was soll... Sie lassen uns hier zugrunde gehen. Na dann, Skull. Ja, Freunde, ich weiß jetzt nicht, warum das hier so ruckelt. Es tut mir leid. Da huscht Watson mal schnell durchs Bild. Ah, noch ein Zwillingsbruder. Und hier ist jetzt Feier am Wetten. Ja, hier ist Feierabend. Gut, dann zurück. Das ist eine Sackgasse. So, dann sind wir hier wieder. Upsi. Sie sind... Na, du bist am Waschen. Da komme ich nicht durch. Jack the Ripper, das kommt mir schon bekannt vor. Was sagt er? Ich soll herkommen? Nö. Oh, was haben wir hier? Lassen Sie mich vor. Hey, geben Sie mir etwas Geld, Sie Geizhals. Warum sollte ich? Ist das unsere Droschke? Sieht ganz so aus. Whitechapel Street. Wir befinden uns... Warum? Wenn er redet, kann ich mich nicht bewegen. Das finde ich so lächerlich. Es gibt keine Waren mehr. Ich muss dicht machen. Was für eine Tragödie. Na sowas. Hier ist das öffentliche Hospital, das wir suchen. Ja. Wie gesagt, wir kennen es schon von einem anderen Homesteil. Gibt es hier nichts mehr? Hey, hey. Kostenlose Suppe gleich hier nach der Messe. Nur keine Scheu. Dank der unermesslichen Großzügigkeit von Prinz Woodwill ist für jeden eine Portion übrig. Eine Essensmarke für eine Schale mit heißer Specksuppe. Entschuldigen Sie, guter Mann. Sie sehen nicht wie jemand aus, der Hilfe braucht. Wir sind nicht wegen der Suppe gekommen, sondern nur zufällig hier in der Gegend unterwegs. Aber ich möchte Ihnen für Ihr gutes Werk meine Bewunderung aussprechen. Pah. Der Dank gebührt dem wohltätigen Prinz Woodwill. Ich fülle nur die Schalen. Nie zuvor hat hier jemand an die armen Leute gedacht. Sehen Sie sich um. An jeder Straßenecke gibt jemand Suppe aus, so wie ich. Ich bin hier groß geworden und versichere Ihnen, das ist das erste Mal, dass die feinen Pinkel sich um uns scheren. Und es versucht niemand, einen Vorteil daraus zu ziehen? Nein, Mister, das geht nicht. Sie müssen eine Essensmarke gegen eine Schale Suppe tauschen. Die Essensmarken sind mit dem Datum des aktuellen Tages versehen und werden nach der Messe ausgegeben. So kann niemand betrügen. Eine mobile Suppenküche. Eine Gulaschkanone. So, was haben wir denn hier? Ich habe Hunger. Helfen Sie mir, ja, in Gottes Namen. Ja, da ist Essen. Lässt sich nicht öffnen. Selbst an diesem Ort werden die armen Leute ihrem Schicksal überlassen.
Tja, das Haus Gottes ist verschlossen. Oh, was haben wir denn hier? Kaufen Sie Blumen für Ihre verstorbenen Lieben, mein Herr. Naja, auf so einem Friedhof. Oh, da komme ich sogar hin. Dieser Friedhof ist ein Sinnbild für ganz Whitechapel. Finster, unheilvoll und heruntergekommen. Welch schrecklicher Ort für die letzte Ruhe. Wenigstens plagt sie nicht mehr der Hunger. Allerdings. Was seid ihr hier? Wartezimmer oder was? Für ein Friedhof? Boah, nicht auf Gräber laufen. Das bringt Unglück. Tja, aber... Oh. Nächste Suppenausgabe, 19. September. Dank der Großzügigkeit von Prinz Woodwill wird im Stadtteil Whitechapel erneut Suppe ausgegeben. Diese Essensmarke ist gültig für eine Portion bei jeder Suppenausgabe am 19. September. Kurz, vergiss nicht, das Werkzeug vom Friedhof mitzunehmen und komm diesmal pünktlich. Grape Ape. Ein Handzettel für die Suppenküche. Dieser Handzettel trägt das Datum von übermorgen. Oh. Die Essensmarken für die Suppenküche werden aber immer am gleichen Tag ausgegeben. Er muss also von jemandem stammen, der dort arbeitet. Ups. Die Schaufel gehört den Friedhofsarbeitern. Das alles? Lässt sich nicht öffnen. Ah, das Seil. Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Gucken. Das Seil ist nur an einer Seite abgenutzt. Aha. Das Seil, mit dem der Bischof von Knightsbridge gefesselt wurde, stammt von diesem Friedhof. Es ist nur auf einer Seite ausgefranst, weil es dazu verwendet wurde, Särge in die Gräber hinunterzulassen. Okay, MacGyver. Lässt sich nicht öffnen. Okay, dann können wir da wahrscheinlich erstmal nicht rein. Das ist noch ein... Nee, sah aus wie ein Zettel. Habe ich sonst noch hier... Oh, schon wieder auf dem Grab. Entschuldigung. Ach, hey, hier geht's noch weiter. Stellt euch mal... Oh. Da war das. Hallo. Die Erde, die können wir damit vergleichen. Hallo. Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Frisch umgegrabene Erde, noch feucht. Feuchte, schwarze Erde. Das ist die gleiche feuchte, dunkle Erde, die wir auch im Haus des Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Sie stammt also aus einem Grab. Kein schöner Gedanke. Ist mal lustig, woher er so die Informationen nimmt. Einfach mal Erde an Erde gehalten. Oh, die ist von hier. Das muss die Werkstatt des Totengräbers sein. Wenn man sich diesen Ort hier ansieht, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass hier nicht besonders viel gearbeitet wird. Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Vergleichen Sie die Hinweise vom Tatort mit denen am Friedhof. Ja, ja, das... Naja. Granit. Präzise. Schwarze Farbe. Das Gestein stammt vom selben Granitblock. Granit. Auch dieser schwarz angemalte Stein ist identisch mit der Probe aus dem Seil, das wir in der Baker Street analysiert haben. Und mit der Probe von den Schuhabdrücken der Mörder des Bischofs von Knightsbridge. Alles fügt sich zusammen, Watson. Die Granitfragmente aus dem Haus des Bischofs stammen von den Grabsteinen dieses Friedhofs. Genauso wie das Seil, mit dem der arme Mann in Schach gehalten wurde. Mit Seilen wie diesen werden die Särge ins Grab hinabgelassen. Mir fallen nur zwei Gründe ein, warum jemand viel Zeit auf einem Friedhof verbringen würde.
Entweder die Person ruht sich hier aus, für immer, oder sie arbeitet hier. Mindestens einer der Mörder des Bischofs muss also hier beschäftigt sein. Ein Jammer. Würde der Kerl hier ruhen, hätten wir es leichter. Herr Watson, der Scherzkeks. Wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Ich will doch noch da hinten weiterschnüffeln. Oh, der Watson, ey, wie er immer durch Bild huscht. Ja, aber hier finde ich leider nichts mehr. Na gut. Lässt sich nicht... Ich will da rein, verdammt. Lässt sich nicht öffnen. Ich habe nur noch 3 Sachen im Inventar. Ach ja, natürlich. Die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt verglichen haben, hat er jetzt weggeschmissen. Na? Was ist er hier? Naja, gut. Dann... Da liegt noch was auf dem Boden. Na, nichts Interessantes. Whitechap. Tut mir leid, der Markt ist geschlossen. Es gibt keine Lebensmittel mehr. Ja. Könnte fast aus unserer heutigen Zeit sein. So Thema Corona und so. Aber der Nachschub ist gesichert. Keine Sorge. Wir wollen unsere Ermittlungen doch nicht hier fortsetzen, oder, Holmes? Lass mich! Lass mich, ich will da! Hohoho. Wir wollen unsere Ermittlungen doch nicht hier. Du bist doch gar nicht hier. Es ist ein Bordell. Das hier ist wahrscheinlich der Zuhälter. Hier ist nichts Interessantes. Ja, okay. Dann ab zum Krankenhaus. Ah, da wollte der gute Holmes jetzt auch mal ein bisschen Spaß haben, aber nein. Du verkaufst Schirme. Hatten wir das nicht damals auch in dem Teil, wo wir hier in dem Krankenhaus waren, dass einer hier vorstand und Schirme verkauft hatte? Ich habe Hunger. Ja, das haben wir alle. Ach, Zwillingsschwester. Was machst du? Okay. Eieieiei. Schon ein bisschen crazy, wenn es so von einem Krankenhaus aussieht. Gut, dann schauen wir noch schnell rein. Und dann soll es das auch schon gewesen sein für heute und für Sherlock Holmes. Bin jetzt sehr gespannt. Ja, okay. Es hat sich nicht wirklich viel verändert, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Also, in einem anderen Spiel. Das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich alsbald wieder. Bleibt gesund, bitte. Und dann sehen wir uns baldigst hier wieder. Macht es gut. Bis dann. NRW bei 18. Adieu.